Wir sind Vanessa und Ina und wir lassen uns heute tätowieren. Wir sind Vanessa und Ina. Und wollen euch dabei mitnehmen, worum es genau geht, was für ein Tattoo es sein wird und an welche Stelle es kommt, erfahrt ihr in diesem coolen Vlog. Also bleibt sehr gerne dran, wenn euch jetzt nicht schon schwindelig geworden ist. Special Effects. Okay, let's go. So, ich bin jetzt schon fertig gemacht. Wo warte ich jetzt hier gerade noch fertig? Wir waren jetzt schon gerade frühstücken und es war richtig lecker. Also es war gar nicht so mit Buffet und so, sondern wir hatten so einen Zettel und dann konnte man quasi ankreuzen, was man alles haben möchte. Also zum Beispiel 4 Brötchen, 5 O-Säfte oder 3. Es war manchmal ein bisschen unangenehm, Wurstaufschnitte, weil man dann immer so schreiben musste. Also wenn wir zum Beispiel jeder 2 Brötchen wollen, muss man dann schreiben 8 Mal. Das war irgendwie so ein bisschen aber es war eigentlich ganz cool. Eine coole Alternative. Und wir zeigen euch mal ganz kurz unser Zimmer. Das Zimmer gefällt uns jetzt nicht so ganz. Also es ist nicht so unser Stil jetzt so vom Zimmer. Also gefällt mir jetzt nicht so, aber ist ganz nett. Und wir hatten sogar ein kostenloses Upgrade bekommen, also das ein Zimmer mit Aussicht. Aber ich zeige euch das jetzt mal kurz. Also das sieht eigentlich ganz nett aus. Das ist hier so ein Waschbecken ganz normal, so eine Duschbadewanne. Hello. Und dann ist hier so ein Tisch. Das sieht ein bisschen unordentlich aus, weil wir gleich hier auschecken. Unser Bett. Wir müssen noch das Bett ordentlich machen. Leute, ich habe da total den Fimmel. Immer, wenn man im Hotel ist, dass ich noch mal ein bisschen aufräume. Ich meine, ja, das wird ja gemacht, aber trotzdem will ich das ein bisschen herrichten. Und das ist hier die Aussicht, also auf der Rennbahn. So sieht das Ganze hier aus. So, ja, das war's. Und wir sind ja gestern angereist und wir werden ja jetzt gleich auschecken. Und warum sind wir jetzt angereist so richtig? Weil wir uns hier in Hamburg stechen lassen, weil wir hatten gestern noch einen Termin. Und dann hat sich das super kombiniert und dachten wir so, warum machen wir nicht einfach unser Tattoo auch hier? Und jetzt haben wir um 13 Uhr einen Termin und das wollen wir mitbloggen. Und zwar, wir haben ja schon ein Partner-Tattoo. Ich zeige euch mal bei Bubu. Hier, das sind 2 Hände, also meine Hand und Inas Hand. Das ist, glaube ich, besser. Ja, und das vom Herz für unsere Liebe und der Mittelfinger geht halt an alle Menschen, die etwas dagegen haben oder einfach allgemein irgendwas Doofes aufgrund unserer Sexualität oder Beziehung zu sagen haben. Genau, und ich habe das hier quasi auf der gleichen Höhe am gleichen Arm. Wir haben auch mehrere Tattoos, also wir haben auch zum Beispiel diesen Mond hier unten. Ich habe hier so einen Mond, den hat Ina auch zum Beispiel. Also wir haben schon zwei gleiche Tattoos, jetzt unser drittes Tattoo, aber es hat halt nochmal eine krassere Bedeutung, weil wir uns ein Wort tätowieren lassen. Genau, und wir haben uns, also wir haben lange überlegt, ob wir uns Couple on Tour tätowieren wollen, haben dann aber gesagt, dass wir uns, weil das ja uns in dem Sinne verbindet, also nicht in dem Sinne, sondern weil uns das verbindet, dass wir uns Bubu tätowieren lassen wollen. Weil ihr wisst, wir sagen so ultra auf Bubu, also das ist einfach unser Spitzname, das ist schon immer so und das wird sich wahrscheinlich auch nicht mehr ändern. So wie, weiß ich nicht, wir sagen auch manchmal Schatz, aber wir sagen schon überwiegend oder Baby, aber eher Bubu. Ja. Bubu ist eigentlich so, so nennen wir uns halt überall. Ja, wir wollten, also Couple on Tour war uns ein bisschen zu unpersönlich. So heißen wir zwar auf allen Netzwerken und so, also das ist auch mega cool und es ist eine krasse Erfahrung und wir lieben das, aber ich, ups, oh, danke. Entschuldigung. Aber Bubu nennen wir uns ja schon seit, also bevor wir überhaupt angefangen richtig, haben damit. Deswegen ist es irgendwie, deswegen noch ist es persönlicher. Persönlicher. Ja, und deswegen haben wir das quasi, ja, einfach so festgelegt und haben gesagt, wir machen das und hatten jetzt 2 Stellen, also einmal am Handgelenk haben wir uns überlegt und einmal so am Oberschenkel, so Hüftknochen. Am Hüftknochen haben wir uns jetzt dagegen entschieden, weil wir einfach das Wort auch zu kurz finden und es passt einfach nicht an diese Stelle. Es sieht, also irgendwie passt der Inhalt nicht mit der Stelle zusammen. Und deswegen haben wir uns am Handgelenk entschieden. Wir haben beide noch nichts am Handgelenk. Bubu hat hier oben was. Also hier, da steht Mom und auf der anderen Seite steht Dad drauf. Aber jetzt am Unterarm haben wir beide nichts. Und ich finde das eine sehr, sehr schöne Stelle. Vielleicht ist es auch unser letztes Tattoo, was wir uns hier mal stechen lassen. Weil also ich bin eigentlich mit meinen Tattoos sehr zufrieden. Ja. Vielleicht war es das ehrlicherweise auch. Ich habe sehr, sehr viele kleine Tattoos und die haben alle für mich eine sehr tiefgründige Bedeutung. Und dann, also mal gucken, was das Leben natürlich noch bringt, aber zum jetzigen Zeitpunkt würde ich dann erstmal sagen, dass es für die nächste Zeit mein letztes ist. Ja, das hatte ich auch so schon beim letzten gesagt, aber die Zeit hat sich ja auch wahnsinnig verändert und ich wusste ja niemals, dass so sich das wandelt sozusagen. Also ich denke auch, dass es vielleicht unser letztes Tattoo wird oder eines der letzten auf jeden Fall. Und deswegen werden wir es auf jeden Fall heute stechen lassen und wir werden das dann mitfilmen. Also dieser Vlog geht eigentlich hauptsächlich um das Tattoo und um das Ergebnis, wie es am Ende aussieht. Wir wissen halt, dass es Bubu sein soll und also das B groß und dann
der Rest klein, also klein geschrieben. Aber das aber auch, wenn es Schriftart. Genau, und das ja auch, wenn es ein sehr persönliches Tattoo ist, ist es irgendwie auch ein Community-Tattoo. Ich sag so oft irgendwie auch. Also ich habe immer so ein bisschen großes Schmerzempfinden, deswegen, ich hatte immer bei den anderen Tattoos auch schon immer Schmerzen, obwohl das nicht so lange gedauert hat, aber mir tut sowas immer unheimlich weh, weil ich mich so verkrampfe. Bei Bubu geht es eigentlich, aber bei mir ist das noch ein bisschen einen Ticken schlimmer. Deswegen freue ich mich sehr, dass Bubu meine Hand halten wird, hoffentlich. Und ich bin auch mal gespannt, wie lange das dauert. Alles? 2 Minuten. Ja, denkst du? Ja, die Vorbereitung wird länger dauern. Aber ich habe so einen Schiss davor. Ich bin froh, dass es so lange hält, aber oh, trotzdem, diese Schmerzen, also das ist mir einfach nichts. Manche Leute finden es auch toll, diesen Schmerz. Ich mag den nicht, diesen Schmerz. So, ihr Lieben, wir sitzen jetzt im Auto und machen uns jetzt auf den Weg zu dem Tattoo-Studio. Also das ist hier ein bisschen, in Hamburg sind die, ist der Verkehr, also die Straßenverhältnisse sind ein bisschen anders und manches wird einfach mal ein Abbieger oder so. Das war jetzt ein bisschen komisch. Jetzt fünffach verfahren oder genau, so. Also wir sind jetzt schon eine Weile, ehrlich gesagt, unterwegs, aber wir sind jetzt laut Navi in 3 Minuten da. Dann werden wir noch ein bisschen warten, weil wir ein bisschen zu früh dran sind und dann geht's aber auch echt los. Ja, wir sind jetzt gerade angekommen. Ich bin ein bisschen sehr, sehr aufgeregt irgendwie. Also ich weiß nicht, irgendwie. Wir wissen, haben halt noch keine Schriftart so richtig und allgemein, ich weiß gar nicht, ein bisschen unorganisiert, also wir. Nee, ich weiß nicht. Auf jeden Fall. Freue ich mich sehr, sehr, sehr doll drauf. Wir warten jetzt noch kurz und dann denke ich mal in 10 Minuten so oder 5 Minuten geht's los. Bist du aufgeregt, Bubu? Ja, ich habe keine Lust auf die Schmerzen. Wo machst du es jetzt denn? Auf welcher Stelle? Dorthin. Okay. Wie doll tut's, also wie doll tat's tun? Nicht so doll. Nee? Hältst du auch was? Gut, jetzt vorbereite. Hast du überhaupt noch Bock oder hast du zu viel Angst? Ja, ich würde es mir einfach schon jetzt gerne platsch drauf haben. Ich hab gesagt, du kannst anfangen. Du wolltest aber nicht. Hey, aber du hast damals auch immer angefangen. So sieht das Ganze jetzt aus. Oh, Bubu, du blutest. Ah, nee, du blutest nicht, danke. Es ist fertig und es ist. Sehr schön. Das sieht schön. Warte mal, ich hab's selber noch gar nicht gesehen. Das sieht ja richtig cool aus. Ja. Sieht's genauso aus? Warte ja. Lass mal gucken. Komm mal her. Leute, oh, wie süß. Wir haben uns ein paar Leute bestechen lassen. Erneut. Erneut. Das sieht sehr, sehr schön aus. Toll. Ja, wir sitzen jetzt im Auto. Wir hatten dann das Tattoo jetzt hinter uns. Hier, so sieht das nochmal. Oh, sieht man das? Da. Ja, und wir sind super, super happy damit. Wirklich, wir sind unglaublich zufrieden. Es war mal wieder eine krasse Erfahrung. Also wirklich eine richtig tolle. Und jetzt fahren wir nach Hause. Wir sind circa um 20 Uhr, also Samstag um 20 Uhr sind wir zurück. Und die Folie ist aber noch drauf. Genau, ich zeige euch das mal ein bisschen genauer. Also hier, da ist noch so eine durchsichtige Folie drauf. Meine Armhaare. Aber bei Bubu sieht das dann auch so aus. So hier. So. Ja, es sieht mega cool aus. Wer meinte, wir dürfen diese Folie sogar 2-3 Tage aufmachen. Das kann also so lange gar nicht, hält. Aber so lange, wie sie auf dem Fall hält, meint ihr, kann ich auf dem Kann auch mit duschen, ne? Und genau. Alles sowas. Also richtig und dann cool. Schön eincremen, pflegen aufgrund der Hitze, dass sozusagen keine Farbe hinausläuft. Es kann sein, weil es zu so dünn ist, meinte er, dass da vielleicht Farbe wegkommt. Dann müssen wir jetzt nochmal nachstechen kommen. Das wäre natürlich ärgerlich, aber auch nicht so schlimm, weil es war in dem Studio total toll. Und ein Trip nach Hamburg ist es irgendwie auch wert, aber es muss jetzt natürlich nicht oder deswegen sein. Hoffentlich hat euch das Video genauso viel Spaß gemacht wie uns. Wir haben euch richtig doll lieb. Vielen Dank fürs Einschalten. Wir blenden hier nochmal unseren Instagram-Namen ein. Da machen wir mal coole Bilder, lassen uns was Cooles einfallen und nehmen euch bei allem natürlich mit. Wir danken euch für eure ganze Unterstützung. Wir haben euch ganz, 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 ganz doll lieb. Und ganz ich liebe euch, Baby. Vielen Dank allgemein für alles. Wir haben euch riesig doll lieb.